letzter Zeit. Oder beim letzten Mal, du hast ja auch mal eine Spritze mit, aber dafür halt hast du die Dings mal genommen, die Verbandtasche, und die nimmt man eigentlich wirklich viel zu wenig, ne? Ja. Fernrohr habe ich. Ne, das brauche ich nicht. Messer brauche ich. Das ist gut. Ja, ich würde sagen, wir können nur verlieren, ne? Auf jeden Fall. Das wird also die ersten Runden werden bestimmt sowieso sehr spannend werden. Auf jeden Fall. Oh, einen schönen Kaffee mit Milch und Süßstoff. Naja. Ist auch gut. Hm. Ich habe heute auch zu viel Kaffee getrunken. Ich habe, glaube ich, 3 Kaffee getrunken oder so. Ui, ja. Hätte in die Tage viel Energy getrunken. Zwar auch zuckerfrei, ne? Aber ja, da bist du ja so aufgedreht. Und dann heute Nacht war ich auch um 5 Uhr, nee, 4 oder 5 Uhr schon wieder wach. Und dann, okay, im Urlaub ist ja in Ordnung. Stehst du auf, ne? Guckst ein bisschen Fernsehen, legst dich irgendwann wieder hin, ne? Ja. Aber ja, wenn du dann abends auch nicht pennen kannst, auch blöd. Ich werde auch einen Tag in meinem Urlaub mal komplett die ganze Nacht durchstreamen, wie so 12 Stunden oder so. Hatte ich mir eigentlich mal vorgenommen, aber bis jetzt bin ich noch nicht so erholt. Ja, das ist aber krass, ne, so lange zu streamen. Also ich Ja. bewundere, dass das manche das hinkriegen oder teilweise 18 Stunden oder so, ey, das ist. Na, ich hätte mir neulich auch diese Jenny Jan angeguckt oder so, wie die heißt. Ich denke mal, das wird so ausgesprochen. Die hat 24 Stunden gestreamt, ey. Das ist, ach, meine Güte. Okay, Ja, wenn du Angst. davon lebst, ne, dann machst du das einmal die Woche und dann. Ja gut, wenn das tatsächlich dann so viel Kohle einbringt, dann ja, aber Ja. wie viele Zuschauer hat die so im Durchschnitt? Ich glaube mal so, also zwischen 1200 und 2000. Können auch mal 3 sein oder so. Ich frage mich, Irgendwie. ob das reicht. Ja, das weiß ich auch nicht. Also. Ich kann es mir nicht vorstellen, ne? Wenn jeder abonniert, dann hätte sie ja gerade mal irgendwie 1500, ne? Oder 2000. Ja, 2000 mal 3 Euro oder ne, 4 Euro sind 8000 Euro, ne? Also, Ja, aber was? aber die kriegt ja keine 4 Euro raus. Nee, nee, das stimmt. Das kriegst du ja, ich weiß nicht, 50%, 2,77 €. Der muss ja noch Steuern zahlen. Aber ich glaube, Genau. also die werden mehr verdienen als wir, vermute ich mal. Also immer noch so, ne? Gibt ja Das kann noch schon sein, ja. diese Milchbaum oder so, die hat auch immer so zwischen 1200 und 2000. Die lebt da auch schon von. Aber okay, ja. Du musst dich ja ordentlich noch privat Renten versichern. Du bist ja selbstständig. Du musst auch selbst deine Krankenkasse zahlen. Ja. Ist bestimmt nicht ohne. Ah. Ja, sind sogar zwei, ne? Und Ja. der hier ist sogar näher dran. Den unteren, den kenne ich gar nicht, ne? Den kennen wir noch nicht, oder? Nee. Also entweder trägt er viel Gepäck oder. Ja, hatte flauschige Jacke an. Boah, das kann ja jetzt was werden, ey. Ach du Scheiße, ja, hier sind ja gleich unsere Freunde. Genau. Die Teufel. Die renne ich da auch nicht durch. Kennen wir die Map überhaupt? Ja, ne? Kann sein, ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, welche jetzt die neue Map ist. Das hier kennen wir noch nicht, oder? Nee, das könnte. Das stimmt, das hier mit dem Vor ist neu, ne? Sieht so aus. Ja. Und ich höre es auch schon ballern hier. Oh, das ist gut. So, ich Ich geh habe mir mal. schöne Brandmunition geholt. Das, Oh. ich hoffe, die taugt was. Man gewöhnt, dass man hier mit Ja, F genau. das öffnet. Das war bei mir eben auch so. So, immer. Kommt denn da hoch? Kann gerade mal gucken, irgendein Zombie zickt doch hier schon herum.
Oh, ich höre hier wen. Ach ne, du bist das. Ja. Gut. Stimmt, da oben ist das, ne? Ja. Ich Gott, weiß nicht, wie man. Die erste Runde ist wieder zum Fürchten. Warte mal, hier gibt's. Und da müsste man hochkommen, glaube ich. Ja, ich laufe einmal über das Pferd rüber, hurra. Ich habe hier einen Fahrstuhl gefunden, ich fahre mal mit dem. Ja, genau, mach mal. Ich halte mal ein bisschen die Stellung. Ja, hier machen die Perks durchaus Sinn, ne? Ja. Hier gibt's so schöne Perks. Nein, oh Mann. Ich fahr wieder mit dem Fahrstuhl runter. Ich wollte, dass dieser, na, dieses Ding ist direkt vor dem Fahrstuhl und mit F bedienst du sowohl den Fahrstuhl als auch, ja. Da kannst du den Perk aus, das Dings auslösen, ne? Ja, genau, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Ja, ich bin auch gerade am Überlegen. Sehen aus wie Nester. Okay, wo geht's weiter? Ich würde sagen. Ja, da lang. Das sieht gut aus. Oh, da muss man sich erstmal dran gewöhnen hier, dass man. Ja, es ist sowieso, wenn man verschiedene Spiele spielt, sich immer an die Steuerung zu gewöhnen. Da bin ich jetzt auch schon mehrmals dran gescheitert. Ich versuche mir das auch mal zu merken. Ich müsste mir das auch mal aufschreiben, weil bei dem einen ist irgendwie T die Taschenlampe, bei dem anderen ist V die Taschenlampe. Ja, dann ja. Wieder F. Ja. Oh, da hinten Enten aufgeschreckt. Ach, das bist du, okay. Ja. Oh, ganz ruhig, Zombie. Lege mal das hier links. Hier links ist doch auch eins. Okay, dann nehme ich mal das hier geradeaus. Ja. Ja, Hoffnung, dass ich es überlebe, ne? Ja, ich hoffe es auch. Wahrscheinlich werde ich gleich über den Haufen geschossen. Hm. Hier drin ist es. Da drin ist es. Oh, ich muss mir mal angewöhnen, gerade zu sitzen. Irgendwann bin ich nochmal unten aus meiner Kamera raus. Okay, hier ist. Der Meuchler wird schon verwandt. Okay. Ja. Was ist das denn drin? Hey, hier ist er. Du kannst hierher kommen. Okay. Ich habe ihn gefunden. Okay. Diesen Federtypen, ne? Genau. Also jedenfalls den mit seinem komischen Pelz. Ja, das ist ganz cool gemacht. Du siehst da irgendwie die zwei Eier, ne? Und dann weißt du genau, ah, da ist ein Kamerad, da hüpfst du da mal hin. Genau. Oh, Pelikan Island. Da verkaufen sie Stifte. Nö, das war ich aber nicht. Ach, hast du geschossen? Ja, ja. Ja, ne? Ja, ja. Alles klar. So, dann können wir mal gucken, was das für ein Vieh ist. Oh. Mensch. Oh, meine Reaktion, ey. Naja, okay, erste Runde, erstes Glück. Obwohl, in der zweiten wird es auch nicht besser. Ich glaube. Der schon bekämpft oder? Ich bin nicht sicher. Ich weiß auch nicht genau, wo es hier lang reingeht. Ich habe fette Dynamitstange auch. Hey, wie kommt man denn zu dem rein? Wenn wir klopfen.
Das wäre nicht schlecht, ja. Hä? Bin ich blind? Seltsam. Sesam, öffne dich. Keine Ahnung, wie man zu dem reinkommt. Vielleicht hier weiter runter? Oh ja, das sieht gut aus. Oder? Nicht? Yeah, hier ist es. Okay. Aber wie bist du? Achso, da ganz unten, alles klar, jetzt sehe ich dich auch. Ja. Musst du innen die Treppe runterlaufen? Achso, alles klar, ja. Gott, hier wieder völlig lost. Ja, es ist auch, aber auch verwirrend, wenn man hier runter. Wenn Lost man in die Map nicht Translation. kennt, ist es natürlich echt ätzend. Ja. Oh, da ist er. Ich schmeiß mal Dynamit, ja? Jo. Warte mal. Vorsicht, ich habe auch ein Dynamit auf ihn geschmissen. Oh, er ist ja fast tot. Ja. Das ist nur, ich komme jetzt hier wegen dem Feuer nicht rein. Na jetzt. Hab ihn. Ah, alles klar, super. Oh Der Gott, Verband. ey. Ja. Und ich pack mal hier so Fallen hin. Alter, ich komme mir gerade vor, als wenn ich das erste Mal Computer spiele. Wenn man das letzte Mal oder so lange nicht mehr gespielt hat. Ja, das ist schon übel, das stimmt. So dunkel hier, wo ich gerade bin. So, unten bei den Türen musst du aufpassen, wenn du rein rausgehst, da sind zwei Fallen. Okay. Da, nicht da rein, da ist eine Falle. Okay. Ich wollte gerade fragen, wo die Taschenlampe ist, weil das so dunkel ist. Ich hock mich mal hier in die Ecke. Ja. Ach, du warst das, alles klar. Genau, ich komme mal hier in die Ecke. Ein Schluck Kaffee. Wobei hier ist es uncool. Ich gehe mal doch rein. Ja, ich komme auch mal mit zu dir. Hier sehe ich wenigstens was. Das andere war mir irgendwie zu dunkel. Ja. Okay, ich sollte da nicht so auf der Kette rumhängen. Natürlich dämlich, wenn man Geräusche macht. Gucken, wenn die erste gleich erfolgreich wäre, wäre natürlich nice, ne? Die erste Runde. Ja, das stimmt. Oh, ich höre wen. Ja, hier laufen welche. Okay. Rechts von mir, also irgendwo da. Jetzt höre ich auf wem? Ja. Auf dem Dach, ne? Ja. Boah, die Verbannung dauert immer länger, wie mit so einem 650K-Modem. Ey, der Upload nach Echt? oben. Es geht gar nicht. Ne. Oh. Ah, oh, jetzt habe ich ihn Scheiße, auch von gesehen. wo? Rechts von dir in der Tür stand der. Ja. Hast du beide abgemackelt? Ja. Wow, super. Da ist noch einer.
Alter, ich muss mich da echt mal dran gewöhnen, ne? Man hat überhaupt gar keine Reflexe mehr. Warum verbindet der sich denn nicht? Achso, man muss hier jetzt mit der rechten Maustaste erst immer halten, das ist ja neu, ne? Obwohl, den hätte ich gar nicht machen brauchen, weil wenn ich die Trophäe aufsammle. Oh, vorne, vor uns hier. Ja. Oh, Mann. Mann, Mann. Oh, da sind ganz viele. Alter, der hat mich getroffen. Was hat der getan? Oh, du hast einen erwischt. Ja. Schnauze voll gehabt. So, jetzt muss ich aber auch mal ein bisschen hier ballern, ey. So, jetzt ist aber, wenn ich das sehe, durch meinen Blick hier erstmal alles frei. Okay. Jetzt Trophäe auf. Hast du alle erwischt vielleicht? Ja, ja, ich glaube schon. Cool, dann lass uns abbauen. Ja. Trophäe eingesammelt? Ja, ne? Ich habe Trophäe eingesammelt. Ah, ja. Sehr gut. Oh, Alter, die erste Runde ist immer ein Krampf. Oh Gott. Oh, jetzt ist hier die scheiß Mutti auch noch. Okay. Ja, sehr gut, hier lang. Nice, du hast die alle erwischt mit deiner Granate da. Ja. Ja, ich meine, pass auf, ich gucke da hin, ich sehe den Typen. Der ballert mir in die Rübe oder so, tot. Dann, lässt du mich auferstehen, dann gucke ich da hin, ballert er mich wieder tot, dann hast du mich wieder aufgehoben. Ja, ich gesagt, jetzt reicht's, ey. Ich kann mich gar nicht zweimal von der Seite da killen lassen. Ja. So doof kann man nicht sein, ey. Ich habe 3 Sekunden Sicht. Okay, bei mir ist jetzt empty. Okay. Dann gucke ich kurz, bevor wir da sind. Mhm. Ah, nicht schlecht, dann haben wir 4 Stück oder so gekillt, glaube ich. Ja, also dein Einsatz war ja auch genial. Ja, auch richtig gut. Ja, vor allem der auch nur bei... Oh, Hunde. Auch nur, weil der mich... oh, scheiße, da sind noch mehr. Oh Gott, ey. Mistviecher. Mhm. Vor allem aber auch nur, weil der mich voll verfehlt hat. Der hatte mit seiner komischen Schrotflinte überhaupt nicht getroffen. Mhm. Ist ich hinter dir? Alter. So, ach, okay. Wir brauchen nur geradeaus, ne? Genau. Mann, 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 das ist ja schon ein Abenteuer hier. Da sehe ich auch keinen. Also ich habe nochmal mit der Sicht geguckt. Hm. So, Extraktion beginnt. Sehr gut. Ich sehe niemanden, das sieht echt gut aus. Ich würde sagen, wir haben uns fast warm gespielt. Ja. Ja. Noch sind wir nicht ganz raus, ne? Ja. Aber dass die durch das Dynamit so gestorben sind, hat mich aber auch gewundert. Das war richtig gut. Ja. So. Jetzt kannst du dir ja auch deine Balken wiederholen, ne? Mhm. Oh, jetzt ist, Hängt bei dir auch? Ja, jetzt geht's weiter. Nachdem der wäre abgestürzt, weil das alles so, auch das unten, das Zahnrad ist stehen geblieben. Ja, bei mir auch. Jetzt dreht es sich wieder. Oh, das... Ja. Ich habe halt in Ruhe an hier. Wie viele haben wir getötet? Hm. Mal gucken. Alter, 4 Stück. 4 Stück, ja? Ja. Dann hast du auch 2 Stück getötet mit deinem Dynamit. Ja. Nicht schnell. So, ich
Ja, ich guck mir, ich könnte da ja auch das überspringen, ne? Aber ich finde das so geil, wenn er unten da so die Perks aufzählt dann. Also die Punkte für die Perks. Ja, 10. Das gibt ja. Und das gibt ja richtig Dollars, ey. Mann, Mann, Mann. Ja, das finde ich auch. Das ist richtig gut. Und es gibt richtig fette Perks. Ja. Alter, 22. Oh, da können wir aber Perks vergeben, ey. 24. Auf jeden Fall aushebeln und fächern. Ja. Fächern habe ich immer gute Erinnerungen. Ja. So. Alter, wie ich die wegfächern werde jetzt. Ja. Wo ist denn das Fächern hier? Das hat bloß, die haben das weggemacht oder so. Hä? Ah, hier ist Fächern. Yes. Genau, Fächern, Fächern, wo ist Fächern? Hier ist auch noch Fächern. Was haben wir denn? Wir hatten doch noch dieses, warte mal, das war ein Aushebeln. Genau. Höhere Schussrate aus, genau. Aushebeln ist, das habe ich auch genommen. Und dann gab es doch noch einen geilen Perk, wenn man einen wiederbelebt hat, hat er gleich 100% gehabt oder so, ne? Guck mal, wie der hieß. Ah, Widerstandskraft heißt der. Beim Wiederbeleben wird bis zu 100% Gesundheit hergestellt. Ah ja, ja, das nehme ich auch. Ja, das ist echt klasse, weil ich musste ja auch eben wieder mich dann verbinden, obwohl brauchte ich gar nicht, weil ich die Trophäe aufgesammelt. Ne? Ja. So, 6 Punkte habe ich noch. Wie hieß nochmal? Nicht deine Balken wiederherzustellen. Ach so, ich hatte die hergestellt. Also, hast du schon, super. Ja, ja. Ich bin da unten jedenfalls rechts draufgegangen. Guck gleich mal, ob das gepasst hat. Wie hieß nochmal der Perk, dass du das Nest vom Weiten aktivieren kannst? Kanalisierung, ne? Oder? Nee, Schlange. Ach, Schlange heißt das, alles klar. Das habe ich auch genommen. Ja, das ist echt praktisch. So, jetzt haben wir hier noch ein Zweier. So, sehr gut. Ja, Balken sind wieder voll hergestellt. Genau. Richtig, ne? Ja. Sehr gut. Gehen wir mal in den Laden. Alter, wir sind auch voll die Lobbyisten, ne? Wir hängen ständig in der Lobby rum. Ja, auf jeden Fall. So, hat sich gelohnt. Also, investiere ich wieder in zwei Dynamitstangen. Zuschauer und jetzt sind 26 und alles Lurker. Alle gucken zu, keiner schreibt was. Keiner sagt was. Mann, das Mann, Mann. Aber das finde ich ganz interessant. Viele Streamer haben extra so ein Dingens, wir mögen unsere Lurker, ne? Also es ist bei denen auch gewünscht, dass die da sind. Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch am überlegen, ob ich, entweder heute oder morgen Abend werde ich mich, also ich werde jetzt wahrscheinlich heute Abend oder morgen Abend komplett durchstreamen, ne, was ich vorhatte so nachts. Aber ich will mal diese ganzen Zusatzsachen mal einrichten. Jetzt habe ich auch wirklich mal Zeit, bis morgens da zu sitzen, um mir das mal durchzugucken, was alles so gibt. Ja. Ne, weil das ist bestimmt ganz cool, wenn man jetzt nochmal so eine Begrüßung an alle irgendwie schreibt, also an alle, die reinkommen, ne? Ja, das denke ich auch. Ein Overlay will ich ja auch noch dran basteln. Ne? Mal gucken. Gibt's ja auch. Bei Streamlabs hast du ja auch so viele Möglichkeiten. Also ich muss halt nur gucken, wie ich das in OBS Studio alles so reinbekomme. Aber da gibt's ja bestimmt 1000 Tutorials. Ja, das denke ich auch. Ja. Aber als ich vorhin alleine gespielt habe, also die eine Runde, da hat das auch so ein bisschen gedauert. Also es ist wohl so,
In einer Woche, es werden wohl vielleicht immer weniger Spieler, ne, bei dem Game hier. Das kann schon sein. Das Spiel ist ja auch schon eine Weile alt, ne? Okay, neue Map, neues Glück, aber. Ja, aber die ist ja auch schon ein paar Tage raus jetzt. Alter, eine Dynamitstange, zwei Tote. Ja, das war Was? richtig gut gemacht. Ja. Ja, irgendwann hat es dir gereicht, ne? Ja, irgendwann war er vorbei. Dann. Es ist aber auch, weißt du, der steht in der Tür. Und das ist ja das, wenn du nicht trainiert bist, ne? Dann steht der in der Tür, du siehst den und dann ist ja eigentlich schon zu spät, ne? Da hätte man schon Genau. schießen müssen. Ja. Oh, die Map ist aber auch neu, oder? Ja, ist das wieder die gleiche? Wo steht denn eigentlich der Map-Name? Ich gar nicht. Irgendwie kenne ich das hier auch nicht, das stimmt. Oh, jetzt gibt es aber auch nur den Schlechter. Oh, das heißt, wir werden schneller auf Gegner treffen. Ja, ich glaube auch. Jetzt kann ich ja fächern, mal gucken, was das bringt. Ich auch. Wieder von hinten fächern. Fächern und aushebeln ist beides toll. Ja, genau. Oh, warte mal, das ist ein Feuerteufel. Den lassen wir mal zufrieden. Pass auf, hinter dir Ach, ist da auch ist noch einer. einer. Wie wir gehen einfach mal. Ah ja, du kannst den ja messern. Mann, 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 ey. Die Fräse. Aua. Scheiße. Ja. Alter, das war nicht gut. Oh nein, der wird mich töten. Ach, mit Schlagring war das, ne? Genau. Ich will mal gucken, ob ich meinen Dings noch retten kann hier. Oh, das ist aber. Alter, ich muss mich hier echt erstmal dran gewöhnen wieder. Das hat richtig weh getan. Aber hier gibt es ein ins Hulk. Kit. Ja, ich hab mich jetzt schon geheilt. So, jetzt muss ich erstmal nachladen. Alter, das ging ja richtig ab hier. War nicht so schön. Ne. Oh, hier gibt's Münzen. Diese Brandmunition. Achso, das hat ihn dann gleich zerlegt, ne? Sehr gut. Brandmunition in der Knarre und Giftmunition in der kleinen. Ich muss auch noch mal kurz was gucken, weil. Warte mal, Option. Man konnte das doch irgendwie so einstellen im Game. Jäger ist oder Revolverheld oder Jäger? Warte mal, ich stelle mal auf Revolverheld. Ja, jetzt alles klar. Der war nämlich die ganze Zeit auf Jäger und ich habe mich gewundert, warum ich nicht ranzoomen kann. Ja. Ah. Alles klar, das ist ja schon besser. Na gut. Oh. Das ist aber in der Nähe gewesen. Ja. Das ist auch ganz gut, dass wir mal wieder spielen. Dann kann ich mich da ein bisschen dran gewöhnen und mal nur besser werden. Ich glaube, das wäre umgefallen. Ah, ne, doch nicht. Geht's hier nicht raus?
Aufpassen, bloß nicht drauf treten, die vergiften einen ja, ne? Genau. So, ich hoffe nicht, dass wir hier. Oh, ich höre Pferd. Schritte gehört irgendwie rechts hinter uns? Nee, ne? Ich hoffe nicht. Nein, da ist schon wieder so ein Assi hier. Scheiß Wasserteufel, ne? Nee, so ein Brandbeschleuniger-Typ hier. Achso. So, ich hab schon gesehen. Ich glaube, jetzt gehen wir auch in die Richtung, wo die anderen sind. Wobei, wir können auch hier lang. Aufregend auf jeden Fall. Mann, ja, Mann, Mann. Definitiv. Alter, die spawnen direkt vor einem. Ne? Aber sehr geil, also die Brandmunition, die haut sie echt weg. Ja, die ist schon gut. Man braucht wirklich immer nur einen Schuss und dann brennen die auch weg. Okay, ich habe die Tür aufgemacht. Okay. Ja, komm her. Ja, warum schießt er denn nicht? Unglaublich. So, hier ist ein Heilkit. Ja, und hier gibt's ja sowas. Ja, ich sollte wahrscheinlich, um zu trainieren, erstmal wieder Moorhuhn oder so spielen. So, haben wir aufgedeckt? Nee, hier ist es. Mal gucken, ob ich das... Ja, tatsächlich, ich kann es hier von außen machen. Ist sehr gut. So, da oben ist eine Mutti, die hole ich mir mal. Okay. Oh. Sehr gut, weg ist sie. Gut, dann brauchen wir jetzt das nächste. Hier ist das, ne? Ja, genau da lang. Ich muss mal nachladen. Munition? Ja, Munition ist irgendwie rar, ne? Ja. Ich auch. Ob die das geändert haben irgendwie? Meine Reflexe, ey. Ja, das kann sein. Ich glaube, die ballern schon auf den. Ja, das kann sein. Ja, diese Map, ich glaube, die kenne ich wirklich nicht, ne? Mich wundert, hier sind sogar noch zwei offen, ne? Obwohl man noch nur drei haben kann. Ja, aber ich glaube, das ist. Ist egal. Oh, auf mich wurde geschossen. Na. Weißt du von wo? Nee, es muss aber irgendwie aus dem Haus entweder raus sein oder. Sonst so gleich weg, vermute ich mal. Mich mal heilen. Ist auf jeden Fall in der Nähe, weil das Ding, das Nest oder Rätsel oder wie auch immer. Oh, Scheiße. Das ist ein Haus hier. Okay. Bin ich jetzt mal mutig.
Ich hab Oh, ihn und nass. hinter dir ist auch einer. Okay. Ach da. Scheiße. Ja, aber einen haben wir gekillt auf jeden Fall mit der Dynamit, ne? Das ist gut. Also ich weiß es nicht. Ja, der hat das. Nee, der lebt noch. Der lebt noch. Der ist noch Lebt. drinnen. Achso, der lebt noch, okay. Ja. Vielleicht sind es auch zwei. Das sind ganz schön viele hier, glaube ich. Ah, kommt der von unten hoch. Alter, scheiße. Oh, ich bin aber ein schlechter Spieler. Mann, Mann, Mann. Nein, nix. Ohne wird besser. War ich immer wieder. Eieiei. Und da kommt einer, ne? Das. Oh, Mist. Ja, so geht's mir auch. Man sieht den und es ist eigentlich schon zu spät. Ja. Aber trotzdem nicht schlecht. Ich meine, das ist mal unsere zweite Runde nach Ewigkeiten, musst du ja auch bedenken. Ja. Und trotzdem haben wir einen wieder. Also ich muss mal gucken. Okay, wenn er sich wiederbelebt hat, zählt er ja nicht als tot, glaube ich, ne? Doch, ich glaube schon, nur du kannst ihn nicht, also wenn du ihn nochmal tötest, dann zählt er nicht als noch ein Kill. Ah, okay. Ich glaube, so rum war das, aber ich bin mir nicht sicher. Doch, ein Jäger getötet. Ja, dann hast du die. Oder hast du auch einen? Ich weiß gar nicht. Also ich habe, glaube ich, keinen getötet, es sei denn. Ja. Ja, ein Jäger geht. Schade, dass da nicht steht, wie man den getötet hat, dann wüssten wir. Ja, das stimmt. Oh, ich habe das große Dynamitbündel freigeschaltet. Hui. Warte mal, jetzt gehen wir nochmal auf Abwägen hier. So. Hui, das war jetzt aber teuer. Jetzt sind noch 588, egal. Köderlunden, ein Bündel von Köderlunden, die das Verhalten einer gezündeten Bombe imitieren und deine Freunde dazu bringen können, einen Raum zu verlassen. Brennbare Materialien werden davon entzündet. Okay. Muss auch neu sein, ne? Ich glaube, das gab's schon eine Weile. Okay. Stacheldrahtbombe. Glaube, die lege ich erstmal ab. Ich bleib bei meinem Dynamit irgendwie. War ich bis jetzt erfolgreicher? Ich nehme Ja. sogar mal eine ganz große mit. Wobei, Nochmal. weißt du was? Ich nehme dann auch noch mal so einen Brandbeschleuniger hier mit. So. Alles klar, also jetzt habe ich komme ich aus Bornheimhausen. Okay. Oh ja. Oh Gott, du hast 4 Bo. Ja. Das ist nicht schlecht. Man nennt mich den Bornheimer. Ja. Ja, ich werde jetzt die Folgen auch nicht aufnehmen, sondern ich lade die mir hinterher von Twitch runter und streame die dann. Oder besser gesagt, schneide die dann und lade sie dann auf YouTube hoch. Ah, ja. Das geht auch ganz gut. Achso, wir haben jetzt, meine Schwester hat heute die Karten gekauft für Büsum. Mit dem Zug hin und zurück. Für beide Personen zahlt jeder nur 49 € am Wochenende. Das Am ist ja Sonntag. nice. Ja, das ist quer durchs Landticket. Wochenendticket gibt es ja nicht mehr. Das ist echt ganz cool. Ja. Und wie viel zahlt ihr dann da für den Aufenthalt? Habt ihr da so eine Butze gemietet, oder? Ja, mit meinen Eltern zusammen, ich weiß gar nicht, 700 oder 800 €. Ja. Für 4 Personen und dann, okay, Selbstverpflegung halt und dann, man geht ja auch viel essen und so, ne? Aber
Frühstücken kann man sich ja so da einkaufen, holen. Die haben ja auch ein Aldi und allen Krams da. Ja. So. Und ab und vier zu Personen kommen da. Ich dachte, ihr fahrt alle irgendwie. Nee, vier. Mein Bruder wird ja Vater. Ja. Und der kommt da nicht mit seiner Frau. Ah, okay. Ich freue mich schon aufs Wattenmeer, ey. Einfach mal durchs Watt marschieren abends. Das ist so genial, so entspannt. Das glaube ich, ja. Meistens war das echt so, das war abends immer irgendwie, müsste man sich diesen Wattkalender mal angucken, aber wir sind dann halt immer abends im Watt gewesen. Ja. Das war echt mega entspannt. Ja, barfuß da schön rein, ne? Oh ja. Das ist dann echt macht cool. Sie mal so. Ja, so hört sich das an. Das stimmt das allerdings. Wenn dieser Matsch dann schön zwischen den Zehen immer so durchgeht. Mhm. Das Coole ist, die haben da aber an diesen, ich wollte gerade sagen, Strandpromenade oder so. Die haben da immer so Fußduschgeräte da, ne? Kannst du ja halt mit kaltem Wasser Füße reinigen und so. Das ist gute Arbeit. Ja, ich sag's dir. Ja. Wann geht das nochmal los? Am 15. Also nächste Woche Sonntag dann. Ja. Mhm. Und, quasi vom 15. bis zum 23. Nee, 22. Aber 23. muss sie wieder arbeiten. Ja, und dann anderthalb Wochen, ne? Oder wie war das? Ja, 7 Tage, also von Sonntag zu Sonntag. Achso, genau, ja, anderthalb Wochen, genau, und dann geht's zur Reha. Ja. Warte, ich hoffe, du hast es da gut dann, echt. Oh ja, das wäre Traum, ey. Ich glaube, den werde ich mal messern, den Zombie. Jo. Das Pferd gemessert. Ich habe mit dem Schlagring das Pferd erschlagen. Oh. Da musst du aber Kraft haben, ey. Oh ja, ich glaube auch. So, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, weil der hat ja so eine Fackel gehabt. Wenn der sich umdreht und mich berührt, dann war es das schon wieder. Ja, das stimmt. Okay. Müsste hier sein, so, ne? Ja. Oder gibt es noch eins, was näher dran ist? Ja, ich denke, das ist schon dran. Ja. Juckt die Nase. Bestimmt noch einen drauf. Jetzt. Stimmt, ich habe ja drei. Ich dachte gerade, warum habe ich mir keinen Kaffee gemacht, aber ich habe schon drei getrunken heute. Ja, ich hatte jetzt auch meinen Kaffee leer und dachte so, naja, nochmal ein kleines Kaltgetränk, aber hab ich jetzt auch nicht hingestellt. Ich muss morgen sonst erstmal Getränke einkaufen. Oh, scheiße, wenn man die Vögel immer auch schreckt. Ja. Ich weiß gar nicht, aber du bist dran vorbeigerannt. Die sind nicht geflogen, erst als ich dran war, haben die zu los. Ah. So, ich muss ja die Tür mit F öffnen. Oh, Kolpatsch, jeder hört das. Ja, komm her, Zombie. Ah, Mann. Mach dich doch weg. So, weg ist er. Hast du? Ja, musst du weg sein, ja. Oh, du hast es auch schon gefunden. Das ist gut. Der Typ ist hier. Der Meuchler ist hier. Okay, das ist gut. Quasi zwei Bornheim-Paare. Dann mal Jalla. Abfahrt. Ja. Oh, jetzt ab. Warte, da ist nochmal so ein. Achso, du hast ja einen Schlagring, ne? Ja. Na gut.
Ja, der Schlagring ist echt praktisch für die Viecher, weil die machen echt sonst echt Probleme. Oh, der Schlechter wird verbannt. Aber ja, kommen ja hier hin. Genau, wir haben ja den Mordler, ne? Genau, ich weiß noch nicht genau. Oh, hier ist er. Gut. Okay. Mal nachladen. Ja, das ist natürlich gar nicht schlecht, dass ich hier so in einem Türeingang bin, dann kann ich mal abhauen, wenn er da ist. Aber das ist scheiße, wenn ein Gegner hinter mir ist oder so, ne? Genau. Oh, hier gibt's Muni. Okay. Oh nein, jetzt hat er mich erwischt. Arschkunde. Ja, komm mal raus dadurch, Kollege. Jetzt hinter dir, ne? Jo. Mist, der hat mich wieder gut erwischt. So, hier war ja Muni, hast er, ne? Ja. Muni für'n Huni. Oh, hier kommt jemand. Ach so, das ist ein Zombie. Okay. So, viel braucht er nicht mehr. Ne, ist er tot? Ne. Ne. Okay, stimmt. Jetzt war eben war die Anzeige bei mir weg. Ah, Vamonilina, danke. Danke fürs Folgen. Ist er Jetzt ist er tot. Alter Falter, ey. So, jetzt brauche ich aber auch ganz dringend Munition. Ah ne, warte mal, erstmal verbannen wir den. Schon mal 6 Schuss. Und mehr in diesem Spiel, was ist denn hier los? Ja, ich weiß auch nicht. Hier gibt's auch noch Munition. Ach, da ist noch die. Okay. Nee, jetzt habe ich die Falle auf. Warte mal. Ich stelle mal eine Falle vor die Tür, ne? Ja. Hier gibt's auch noch Munition. Die habe ich, glaube ich, schon genommen. Oder? Der wurde schon bereits verwendet, genau. Aber da war doch, warte mal, die blaue ist ja die das ist ja Spezialmunition. Kann ich nicht nehmen, aber ich war der Meinung, du hättest mir vorhin auch gezeigt, hier ist Munition, aber ich finde ja, diese. Ja, hier, genau da. Ach da, alles klar. Aber die kann ich zum Beispiel nicht nehmen. Früher ging das. Wir ja. haben schon ein bisschen was geändert. Ja, irgendwie. Tropfen auf dem heißen Stein, aber ich glaube. Draußen gibt es auch noch Muni. Okay. Bauen wir uns raus. Ist auch noch ein Kasten, ne? Ah ja, Kasten nehme ich auch. Okay. Ach du, warte mal, jetzt pass auf, da kann sein, dass da die Falle ist. Nee, nee, ne? Sieht gut Okay. aus. Ich habe nämlich eine vor die Tür gestellt. Ja.
Mr. Gunny, hey, hey, sei grüßt. Ich hoffe, dir gefällt das Elend hier, was wir hier fabrizieren. Ist doch kein Elend, wir spielen top. Auf jeden Fall. So, wo geht's denn raus? Unten links. Oder Südwest. Oh. Ah, shit. Der hat mich... Der ist von draußen reingekommen. Wo ist er hin? Er kam mir genau entgegen. Ja. Quasi umgerannt. Der muss irgendwie an mir vorbei auch. Ich glaube, jetzt müsste er sogar ein bisschen links sein. Oh, ich hab dich jetzt angezündet. Ja, das ist nicht dramatisch. Ah, super. Aber jetzt scheint ihn irgendwie nicht erwischt zu haben, ne? Nee. Ei. Auf jeden Fall sehr offensiv gespielt, der Typ. Ah, schade. Ah, ja. Naja. Hätte ja sein können, ne? Ja. War es aber nicht. Aber wir haben auf jeden Fall den Meuchler schon mal gekillt und ja. Die zweite Runde oder so. Genau. Die sagen jetzt immer, das war die erste Runde, wir müssen uns erstmal warm spielen. Ja. So, ich gehe noch mal kurz aufs Örtchen, ne? Ich bin gleich wieder da. Jo, alles klar. So, was nehmen wir denn mal? Oh, 598 nur noch. Das ist ja ein bisschen wenig. Ja, egal. Ich mal einen kostenlosen genommen. Also mal, die Scheiße können wir mal ablegen. Oh, die war auch nice. Catwill. Die doch mal. War auch zwei von denen, ne? Ja. So, Messer ganz wichtig, weil ohne Messer keine leisen Attacken. Eine Spritze für einen Zehner. Die können wir uns noch leisten. So, jetzt habe ich hier noch 2x75. Ja, warte mal, ich habe kurz einen Anruf. Ich bin gleich wieder da, ne? Alles klar, ich verkaufe in der Zeit mal ein bisschen was. Jo. So, das Kohle. Immer weg damit. Auch kein Mensch. Die ich mir alle noch gar nicht angeguckt. Faszinierend. Werkzeuge. Okay, die Tasche haben wir, die brauchen wir. Das brauchen wir auch. Okay, zurück in die Lobby. Also ich bin schon mal bereit. Zack.
Alter, wie heißt denn mein Spieler? Fritz Knoblauch. Alter, das ist ein Allmann-Name. Hartley Bier. Auch faszinierend. So, kann weitergehen. Oh, das ist ja, das wird ja richtig gut. Mal kurz hier eine Nachricht beantworten. Die Ladezeit benutzen und überbrücken. Diese Spielersuche, die dauert wirklich ewig, ne? Spiel gefunden, suche Server, okay. Wahrscheinlich zu wenig drin, dass das immer so lange dauert. Sprengmittel und Feuer können die Dinge beschädigen, die der Schrottschnabel zurücklässt. Denk daran, wenn du da ein Angriffsmittel auswählst, ja, auf jeden Fall. Liege, geh weg. Ist keine Zeit für dich. So. Auf jeden Fall habe ich Schüsse ohne Ende. So, dazu noch den Perk aushebeln, ja, und dann geht's ab. Schönen guten Tag. So, da hinten ist ein Zombie. Den werden wir auf jeden Fall dann erstmal platt machen. Leiser geht's nicht. Oh, alles klar. Wenn der Mitspieler von hinten schießt. Okay, die kleine Vergiftung einmal in Kauf genommen. Dann noch eine. Alter, bin jetzt los. Ich sehe nichts. Bleib schön da. Ich glaube, der hat sich da festgebackt. Ich muss so warten, bis hier die Vergiftung weg ist. Ah, jetzt kann ich mich wieder heilen. Ja, genau. Jetzt höre ich dich aber wenigstens ein bisschen. Eben war irgendwie gar nichts. Denk mal, wenn du jetzt ein bisschen sprichst, ja, dann geht's. Kommt das Mikro nicht klar, ne? Ja, also entweder liegt es am Mikro oder diese Einstellung, die ich mal geändert habe bei Skype. Stimmt, da wollten wir mal gucken, Ich habe die bei mir eingestellt, dass irgendwie, dass er das nicht automatisch drosselt oder so, ne? ja. Du So. hast den schon gefunden. Ja, Der ist ja. hier. Ach so, alles klar. Der Schlechter, der Dicke. Ich weiß gar nicht, Alter, hier was? gibt's Muni. Das erste Oh. Mal, dass ich wieder eine Kiste sehe. Ja, ich auch. Oh, hier gibt's noch eine. Ja. Wie Weihnachten. Oh, kann nicht genommen werden. Oh, du hast mir eine Spritze von hinten verpasst.
Ich glaube, ich habe sie mir selber verpasst. Achso. Individuelle oder Spezialmunition. Geht hier. Okay. So, das ist ja unser Freund, der Schlechter, ne? Genau, ich verpasse ihm gleich eine Bombe hier. Okay. Oh nein, ich habe ihn verpasst. So eine Scheiße. Vorsicht, ist eine Bombe hinter dir. Mist. Oh ja, ich habe mich selbst gesetzt. Ich bin tot. Ist tot? Ich bin tot, ich habe mich selbst gesprengt. Okay, warte mal, dann werde ich mich mal heilen und dann suche ich dich mal wieder zu beleben. Ja, so ein Scheiß, ey. Ja, das geht aber schnell, das hatte ich ja auch schon mal. Der läuft nach da hinten, weil der, ich glaube, der DHL-Mann liefert gerade. Ich glaube auch, ja. Oh Gott, nein! Oh nein, nein, nein! Oh, da, ich hab's rausgeschossen. Jetzt hat er mich noch angezündet, der Sack. Ja, das. Jeez. Oh oh. Alter, woher weiß der denn, wo ich bin? Auch nicht, der hat wahrscheinlich so ein Human Navi oder so. Ich glaube auch. Ich guck mal, ob es irgendwo hier so ein Heilungskit gibt. Gibt's auch nicht. Alter, da ist ja gleich die Tür zugefallen. Der ist aber auch echt schnell irgendwie. Haben sie den geändert? Ja, ich fand den eigentlich immer so am einfachsten so, ne? Ja. Aber den konnte man immer noch schön weglaufen. Verbinden Sie Telekom für die Werbung. Alter Scheiße, ich bin jetzt am Boden. Ich bin aber auch der Meinung, da waren Gegner irgendwie in der Tür. Ja, ja. Und, auf den habe ich auch geschossen und den muss ich oder er auch entweder erwischt haben oder. Ja, ich höre sie auch. Genau, die husten natürlich, ne? Schwerer Keuchhusten. Ach, Alter, Scheiße. Das war ja übel. Der war assi. Ja, absolut, aber. Ja, man könnte ja auch sagen, er hat da gekämpft, aber. Alter, du gehst da mit 3-4 Mann und sicherst jede Tür mit einem Schützen und sobald die Tür aufgeht, bam. Ja. Nicht schlecht. Von der Strategie her. Mann, das war ja scheiße. Ja. Naja, war ja erst die erste Runde. Ja. Das stimmt. So. Die Aufwärmrunde. Mhm. So, Jäger neu generieren. Ich brauche einen kostenlosen. Ja, der geht. So, $819, okay, da kann ich sogar noch ein paar Experimente machen. Okay, diese Giftspritze, na okay, nee, die lege ich mal ab. Ach, was ich nochmal brauche, ist ein Messer. Ich bin am Überlegen. Nimm mal zwei ganz fette Dynamitstangen mit. Hast du eine Leiter?
Reisewaffe? Nee, oder? Nee, leider nicht. Gut, dann nehme ich auch nicht. Wollte nur wissen wegen, weil ich überlegt habe, was ich denn dann nehme. Ich nehme dann auch keine Reise. Wir können ja mal in der nächsten Runde dann wieder so strategisch irgendwie nur Schalldämpferwaffen nehmen. Ja, können wir machen. Aber in dieser erstmal. Ja, mal ein bisschen Druck ausüben auf den Gegner. Ja. So, ach du meine Güte, ich bin ein bisschen langsam beim Ausrüsten. Ja, das macht nichts. Ich brauche hier einmal das und dann einmal das. Oh, und jetzt eine schöne Handgranate. Und noch eine Spritze. Jawohl, ich bin bereit. Sehr Seid gut. bereit, immer bereit. Genau. Oh, ich habe heute sogar zwei Arbeitskollegen gesehen. Ui. Da würde ich mir Überstunden aufschreiben lassen. Ja. Der Name vorhin war ja geil. Also der jetzt heißt ja Henry Taylor und der davor hieß Fritz Knoblauch oder so. Komisch. Du hast jetzt Ludwiga. Das kann ich gar nicht aussprechen. Chaikra oder so. Chaikra. Hm. Ja. Aber die hat's drauf. Also die Frau, ne, da, der willst du nicht begegnen. Nee. Die hatte auch mit dem Pusterohr schon drei umgelegt. Ja. Mindestens. Mhm. Aber im Endeffekt kannst du es ja wirklich, wie du ja auch schon mal sagtest, du kannst ja ganz, ganz langsamer Schritt für Schritt abducken, Umgebung checken, wieder 2 Meter, ne? So. Ja. Ja gut, aber das ist halt auch so ein Spielstil, den muss man mögen, ne? Mhm. Das ist nicht für jeden, da so ewig rumzuhocken und zu langsam vorzugehen. Wird ja auch oft vorgeworfen, wenn man dann, was weiß ich, bei Warzone oder so, wenn man dann campt oder so, ne? Ja. Ich würde gerne auch die Tage mal PUBG ausprobieren, aber da bin ich mal gespannt. Das würde ich erstmal ausprobieren, nur so für mich selber ohne Stream. Ja. Weil als ich das erste Mal gespielt habe, bin ich rein, habe die Waffen eingesammelt, war gleich tot. Ja. Und, wenn ich jetzt hier meine Reflexe sehe, also da muss ich ja wieder dran arbeiten. Jetzt sind immer die Gegner, die so vor einen weglaufen, wo dann siehst, dann brauchst du nur von Weitem schießen und dann hast du ihn. Ja. Das ist aber mal Zufall. Geht's. Das geht jetzt, glaube ich, richtig gut. Mhm. Ach, hier, unser Kuschelmonster ist auch wieder da. Oh und nein. Die Spinne. Ach ja, tatsächlich. Ja, die war auch immer hart. Oh, der hat dich aber zerlegt, oder? Ja, Blutung stoppen. Also es geht so, ne? So leicht angekratzt. Oh, Mensch, was hast du denn für ein Glück heute? Das ist ja unheimlich. Das hat ja sogar schon so angefangen, Vorsicht. Als du alleine gespielt hast. Ne? Ja, ja. Oh Mann. Oh nein, jetzt verrecke. Ich habe wieder Reflexe und ein Zielwasser getrunken vom Feind. Ja, das geht mir auch so. Da oben ist eine Mutti. Alter. Jo, Kopf weg. Sehr gut. Ich höre die Spinne schon. Da müssen wir übers Dach rein, ne? Ich bin mir nicht sicher. No. Ja.
Ich hoffe, die ist nicht so anstrengend. Die ist, glaube ich, noch viel anstrengender. Oh. Aber weißt du, die hat mich einmal gesehen, ist an mir vorbeigelaufen, hat er schon Aua gesagt, ne? Was ist denn jetzt? Die blöde Kuh da. Bei mir hier unten irgendwie. Jetzt bin ich hier unten. Gehe ich mal wieder nach oben. Boah, jetzt hat sie mich vergiftet. Aua! Boah. Junge, Junge, ey, was für ein Vieh. Warte mal, Alter, aber ich hab wie flink doch... die ist. Ja. Boah, alter Madame, ey. Oh nein, ich hab sie verfehlt. Vorsicht, da ist eine Bombe. Okay, ich bin schon weg. Ach, ausgegangen, weil es ins Wasser gefallen ist. Oh, man kann sie auch nicht mehr aufheben, das ist ja blöd. Ist unten bei dir, ne? Die Spitze? Mhm. Ah, hier. Ach, ist da. Sie. Ja, danke, dass du mich vergiftet hast. Ja, die Vieh. Macht echt blöden Schaden, ey. Ja. Und ich habe noch so ein schönes Dynamitbündel. Wo ist denn die blöde Kuh da? Aber das ist zu fett irgendwie. Wenn ich das zünde, dann jage ich uns auch mit in die Luft. Wir müssten sie aber bald haben. Wo ist sie denn hin jetzt? Mann, ey, die Krabbel da. Wir haben sie. Ah, sehr gut. Okay, dann verbanne ich sie mal. Boah, heftiger Scheiß, ey. So, ich hock mich jetzt hier hin. Cool, das ist die Idee hier. Kann ja jeder rein. Geh mal hier. Ja, das ist zu laut, wenn einer kommt. Jetzt bin ich wieder unten. Auch schön. Ich hatte eben so ein Flashback zu Deep Rock und habe F gedrückt, weil ich irgendwie eine Fackel werfen wollte, weil es zu dunkel war. Das ist auch gut. Ja. So, ich lade mein Gewehr nochmal nach. Alter, ich mach hier voll den Krach. Hier die Treppe nach oben. Oder? Ich weiß auch nicht. Da, ne? Ja. Hier bin ich runtergefallen, da muss ich aufpassen. Alter, ich wach da. Hier ist auch noch Munition, falls du brauchst. Ah, es ist so. Die habe ich schon. Ah, okay. Spezialmunition. Hoffentlich kommt da jetzt keiner rein, ey. Hey, du stehst da, dann stelle ich mich irgendwo anders. Das kann ich. Was ich für Krachmacher hier stellen. Oh, draußen ist wer rumgesprungen oder warst du das? Das war ich. Okay. Boah, kriegst schon Paranoia hier. Ja, dieses Spiel ist aber auch echt ja. Ziemlich intensiv. Ja. Du wirst zum Intensivtäter. Ja. Weißt du, das erste Mal haben wir da gehockt und wussten gar nicht, was wir machen sollten. Dann kamen welche rein und war tot. Genau. Jetzt weiß man ja wirklich schon, wer einen umgebracht hat. Mann, die Verbannung, die dauert immer, ey. Es ist echt unglaublich. Ja, wie du sagtest, das ist 56K-Modem, ne? Ja. Alter Akustikkoppler, ey, der überträgt nur ein Baut oder so. Die Dinger waren auch abenteuerlich.
Die kenne ich ja gar nicht. Ein Kumpel von mir hatte die damals. Und da hast du dann, musst du auch so eine Nummer wählen und dann hast du halt so einen Gummipröppel und hast ihn dann irgendwie rübergestülpt. An dem Hörer irgendwie. Ja. Das war auch. Stimmt. Das war richtig übel. Das war ja noch richtig altes Zeug. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Bau. Also 7 Bit sind ja ein Byte, glaube ich, ne? Oder waren es 8? 8. 8, ne? Aber was ein Baut ist, also. Wüsste ich selber, also das wüsste ich jetzt auch nicht, wie viel ein Baut ein Bit sind, oder? Das. Na, egal. Okay, wo wollen wir denn lang? Nach unten, oder? Ich würde auch sagen, nach unten, ne? Ja. So, 4 Sekunden habe ich noch. Vor Manolia, Dankeschön fürs Folgen. Okay. Da lang. Den Wasserteufel gibt's hier nicht. Oh Mist. Aber den dicken gibt es. Oh. Ich habe noch 2 Sekunden, ich gucke mal. Ja. Das sieht gut aus. Sieht gut aus? Ja, ich habe keinen vor uns gesehen. Sehr gut. Gucken wir noch. Also. Dann laufen wir einfach wie die Verrückten. Na. Und Forrest Gump sein Urgroßvater. Ja, ich habe auch keinen vor uns gesehen. Sehr gut. Oh, jetzt zeigt er mir schon wieder die Lunge. Ey, der Typ hatte echt keine Kondition. Nee. Oh, hier bloß nicht auf die komischen kleinen Blutegel hier. So, ich habe noch eine Sekunde, ich guck noch mal. Ja. Oh, vor uns. 2 Stück. Oh ja. Oh, Hunde. Scheiße. Ey, hör mal. Oh. Oh, bloß weg hier. Ah, scheiße, ich schieße ja schon. Ah. Oh. Da hätte ich auch ein bisschen schlauer agieren können. Allerdings. Man sich verbinden, wenn man weiß, dass ein Gegner. Ah, sehr gut, sehr gut. Aber. Ja, zu spät. Brand Flipper, so und so mal besser als Fury. Mist. Ah, schade, schade, schade. Ich habe ihn auch getroffen, den Sack. Ja, oh Mann. Ja, ist nicht so einfach, ne? Nee, aber man lernt aus seinen Fehlern. Und ich werde nie wieder, wenn ich sage, da sind 2 Gegner und ich bin so durch die Hunde angefressen, dann würde ich erstmal weglaufen, mich in der Ecke verstecken, dann verbinden und dann kann ich weitermachen. Ja. Aber oh, ich habe mich ja so dämlich verhalten. Ist ja kein Wunder, dass du mir also einen einfachen Headshot hätte er mir ja gar nicht geben können. Ja. Naja, mein Gott. Ne? Ja. Ist halt, wie es ist. Außerdem waren die mit 10 Mann da. Genau. Und der Rechner hat gesponnen. Ja. No. No, der C64 hat nicht mal geladen. Ja. Also ich spiel's noch auf dem Gameboy. Das wäre auch geil. So. Ich möchte mal einen kostenlosen haben hier. Ein armes Schwein. Ja. Geht nichts über einen kostenlosen. Ja. No. So, die werde ich ablegen. Hä, warum? Achso, hier stehe. Gott. Mann.
Okay, die zwei Pistolen könnte ich behalten. Dann werde ich auf jeden Fall... Welche nehmen wir denn mal? Ich nehme nochmal eine Kettenpistole. Ach, ich kann ja sogar zwei nehmen. Und vielleicht nicht ganz so präzise. Ja, die rumst dann richtig. Ja. Die ist natürlich beim Fächern echt ganz cool, finde ich, aber... Mhm. Die ist auch, ja, wie du sagst, die ist nicht so genau. Ja, das Problem ist halt immer mit dem Nachladen dann auch, ne? Das, wenn du dann fächerst, du hast sie auch ganz schnell leer geschossen. Ja. Oder, genau, das ist ja Fächer, ne? Und aushebeln ist ja mit dem Gewehr, glaube ich, ne? Richtig. Ja. Und dann hast du die da leer geballert und dann musst du die erstmal wieder stundenlang nachladen. Ja. Aber die hat natürlich auch unheimlich viel Munition, das ist das Coole. Ja. Ach, du hattest mir ja geschrieben, dass du kurz stumm bist, ne? Genau, genau. Ja, aha. Okay. Ich habe gerade erst gelesen. Ja, ja, ich hatte es kurz auf stumm gemacht und dann, aber als ich angemacht habe, hat es trotzdem eine Weile gedauert, bis du mich wieder gehört hast, ne? Mhm. Ah, aber jetzt geht's wieder, oder? Ja, absolut. Top. Wie eh und je. Das freut mich. Also ich habe heute also zwei große Tassen Kaffee. Ich glaube, ich koche mir nachher erstmal einen Tee. Also so viel Kaffee vertrage ich gar nicht mehr. Nee, ist auch echt nicht gut, Ist dann irgendwann so aufgedreht, ne? So. Ja. Aufgedreht, man kann nicht schlafen. Ja. Deswegen diese ganzen Fokus-Booster und so, die man sich kaufen kann. Wenn du die trinkst, sag ich mal, dann sollst du ja wirklich fokussierter sein, aber durch das Koffein wäre ich, glaube ich, so aufgehibbelt, dass ich es wahrscheinlich dann komplett verkacken wäre. Ich wäre eher noch nervöser als fokussiert. Ja. Ne? Da wirst du dann ein bisschen wacher, aber da reicht auch ein Kaffee. Definitiv. Das Witzige ist ja, ich habe so einen PET-Automaten. Und als ich das erste Mal im PET-Automaten Kaffee getrunken habe, fand ich den total zum Kotzen. So, uah, das ist kein Kaffee. Ja. Du gewöhnst dich an den Scheiß. Ja. Ja. Und jetzt kannst du den normal trinken, oder was? Ja, jetzt auf jeden Fall ein bisschen Milch rein, Süßstoff, und dann geht das. Das ist wie Oettinger, ne? Das schmeckt zwar auch wie Mist, aber ich sag mal, wenn du dann Kasten da hast und hast da fünf von getrunken, dann ist dir das auch egal, welches Bier das ist. Gott, bei 5. Oh ja. Ich habe auch schon lange nichts mehr getrunken. Ja, ich auch. Das ist auch besser so. Am besten gar nichts trinken. 5 Stück oder so. Nee. Das eine Mal beim Angeln, ey. Boah. Das hat aber auch gereicht. Ja, definitiv. Nee, für so einen Kram bin ich echt schon zu alt. Ja. Bin schon am überlegen, wenn wir das nächste Mal angeln, können wir auch so einen Angelstream machen. Stimmt. Stream war mal vom Angelcamp, ja. Ja. Die Amateure. Ja, ich finde es krass, was alles gestreamt wird. Hatte ich dir das erzählt mit diesen Landwirten, die streamen, wie sie Trecker fahren und wie sie da über... Also. Nee. Das ist auch voll, cool. Ja, voll krass. Der eine heißt irgendwie Landwirt aus MV oder so. Ich nehme mal an, dass er aus Mecklenburg-Vorpommern kommt. Hm. Und dann siehst du ihn einfach so Gülle durch die Gegend fahren oder er macht irgendwie Heu oder... Ne? Ja. Kannst du alles streamen irgendwie. Ja. Ich bin mal gespannt, wie der Empfang ist in Büsum irgendwie. Dann werde ich mal vom Watt streamen. Ne? Mal so Just Chatting oder so. Das wäre auch witzig, ja. Ja. Ja, bei der Technik heutzutage ist das ja so geil, ey. Kannst du alles streamen live von jeder Plattform. TikTok, Instagram, Facebook, Twitch. Es ist ja, gibt ja, schon. Ja, keine Grenzen mehr. So, bisschen gerader hinsetzen hier.
geballert. Ach, das finde ich auch interessant. Da können, es gibt ja diese Punkte unten, ne? Diese komischen, die du bei Twitch kriegst. Und manche Streamer haben dann so Sachen wie, da kannst du dann dafür irgendwie sowas kaufen, dass du dich stretchen musst zum Beispiel oder dass du trinken musst. Ah, okay. Und dann schreiben die Leute so, ne, machen diesen Befehl, geben dafür Punkte aus. Und dann zum Beispiel trink etwas oder stretch dich. Ne, ja. Und das ist ganz witzig. Ja, es gibt da so viele Sachen. Ah, stimmt, das ja gerade mit den Punkten. Deswegen, ich muss das auch mal mit dem Chatbot wieder einrichten, dass die Leute dann im Chat auch spielen können und so ein Krams. Oh, was da für eine Ideenvielfalt hintersteckt. Ja. Wollen wir lang, wollen wir da lang, wo es ballert? Ja. Das wird sich aber echt... Wir könnten auch in die Richtung gehen. Ja, es ist, einmal hin, alles drin, ne? Das ist wie so eine Johnson-Impfung. Ja. Ja. Also, die werden uns mit ihren Bleispritzen bestimmt begrüßen. Wir sind ein bisschen weggezogen, ne? Ich glaube. Auch nicht schlecht. Auf die Fresse. Ja. Ich will mal, aber haben wir eben einen Schuss gehört irgendwie? Bei uns in der Nähe? Oh ja, da oben sind welche. Ich habe einen gekillt. Ah, sehr geil. Kannst du nochmal markieren? Ach da, ach, war ja eben das Weiße. Alter, ich bin voll der Blindfisch. Ja, aber ich finde wirklich, dieses Weiße sieht man echt scheiße. Warte mal überlegen, was ich nehme. Ich glaube, ich nehme die hier. Aber der war bestimmt nicht alleine. Das ist aber besser, also. Oh oh. Mal, dass der unten, hier unten ist der Dicke auf jeden Fall. Da oben sind Krähen, also da oben wird er nicht sein. Ach, scheiße, jetzt hat mich die Mutti erwischt. Scheiße. Boah, kommt die noch hinterher? Ah, die hat's mir ja richtig besorgt. Ich habe auch schon voll die Orientierung verloren und weiß gar nicht, wo ich den einen gekillt habe. Ach doch, hier oben, da wo du bist. Liegt da einer? Ja, liegt einer noch da. Ja. Hinter dir, Vorsicht. Ja. Sehr gut. Ja. Warte mal, ich muss mal die Mutti hier oben erledigen. Ja. Alter, wie du den weggemäht hast. Ja, ich hätte auch... das war aber ein ganz schlechter Reflex von mir. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass er irgendwie, der wird doch bestimmt beobachten, wenn der platt ist. Oder der gehört nicht dazu, ich weiß gar nicht. Gerade mal nach. Ist die Frage, der da oben jetzt, der dazugehörte, den wir jetzt weggemäht haben, oder? Das weiß ich auch nicht. Kann das sein, dass hier die Spinne schon drin ist? Ja, ist es. Okay. Ja, ist sie. Krass. Okay, dann will ich die mal... Ich kann ihn gar nicht looten. Das ist der auch nicht. Das ist der Zombie, ne? Ja. Alter Schwede. Ich glaube, ich sollte mir meine Brille anschaffen hier. So, sehr schön. So, hab den weggelootet. Jetzt können wir rein und die Spinne killen, oder? Ja, würde ich ruhig sagen.
Ja, macht euch weg. Waffenreinigung. Oh. Warte mal, da hinten ist noch eine Mutti. Obwohl, die sieht uns gerade nicht. So, ich gehe mal rein. Ich bin auch schon hinter dir. Ich sehe auch schon die Spinne. Okay, hier ist auch Munition, ne? Ich versuche sie nochmal mit dieser Haftbombe zu erwischen. Mhm. Ich werde mal ganz nervös, wenn die über mir ist. So, ne? So am Kopf oder unter der Decke. Mann. Vorsicht, ich habe da eine Bombe hingeworfen, aber habe sie voll verfehlt. Mist. Das war voll verschwendet. Ich habe auch. Ich habe mich selber angezündet. Das ist auch cool. Ich hau lieber ab. Ich glaube, entweder ist das die Spinne oder hier läuft noch draußen einer rum. Das kann schon sein, dass hier noch einer. Ich meine, wir haben ja nur zwei getötet. Vielleicht waren die auch zu dritt. Das ist scheiße. Mehr Spinne. Jetzt hin. Ihre Vergiftung, scheiß drauf. Aber draußen wird jetzt geballert. Ja. Ich war mir auch eben nicht sicher, aber ich glaube, du warst das. Jetzt bei dir sein, ne? Die ja. Jetzt wieder abgehauen. So ein Mistvieh, ey. Ihr könnt hier ruhig mal durchs Feuer laufen. Draußen wurde, glaube ich, tötet einer mit dem Messer Zombies. Jetzt auf dem Dach läuft einer rum. Scheiße. Hat er dich erwischt? Nee, hey, aber die Spinne hat mich, oh Gott. Jetzt haben wir sie. Ah, sehr gut. Ich verbann sie mal. Mhm. Hier laufen Leute rum, oder bist du das? Ich bin gerade rumgelaufen. Okay. Aber jetzt laufe ich nicht. Ja, diese Geräusche, die machen einen immer ganz wahnsinnig. Oh, warst du das? Nee. Okay, dann ist doch jemand hier. Ja. Ja. Ich glaube auch, dass hier oben auf dem Dach einer ist. Kann schon sein. Scheiße hier. Stell mal
das Tor zugemacht und musst aufpassen. Oh, scheiße, wo kam der denn her? Ach, scheiße. Ich wollte gerade Dynamit werfen. Ich habe den ja gesehen, der, da sind ja zwei. Ne? Scheiße. Oh, schade, im direkten Duell. Ja. Ey, da war oben noch einer, der ist doch irgendwie am Fenster vorbei und da wollte ich Dynamit schmeißen, aber da hat mich einer von hinten oder so abgeballert. So. Ja. Ah, oh, ärgerlich. Ja. So, was sagt denn der Tacho? Noch eine letzte Runde, oder? Ich weiß nicht, oder reicht es dir? Ja, eine würde ich mir noch gönnen, würde ich sagen. Und dann, okay. Ne? Wenn es in Ordnung ist, also. Na klar. Hier. Wir haben ja auch etwas später angefangen. Ne? Ja. Oh, zwei getötet. Sehr gut. Echt? Ich weiß nicht wie, aber... Wie haben wir das denn gemacht? Ich habe keine Ahnung, also... Ach doch, klar. Du hast doch den einen auf dem Dach erschossen. Ach, ja, ja. Genau, und ich den auf dem Felsen, wo ich erst am Zombie genuckelt habe und gedacht habe, den kann ich looten. Richtig, gleich am Anfang da, ja. Mhm. So. Was nehme ich denn mal Schönes? Ich glaube, ich nehme mir noch mal so ein... Genau, ich nehme mir noch mal ein Gewehr, aber diesmal mit als Schalldämpfer. Das ist gut. So, Schalldämpfer und dann nehme ich mir auch eine Schalldämpferpistole. Die haben zwar auch nicht so viel Dampf, aber... Kann ja auch nicht verkehrt sein. Ja, das stimmt. Habe ich jetzt auch genommen. Ja, dann sind wir mal ein bisschen leiser unterwegs. Zum Messer, die Brandbombe, okay, die behalte ich jetzt. Dann nehme ich nochmal zweimal Dynamit mit und kleine Spritze. Ja. Zack. Zack. Zap, zarap. Geht ab. Nur kurz Handy zum Laden an. Mhm. Oh, Spiele gefunden. Suche Server in Europa. Das ist schön. Ja, hier steht das auch nochmal. Eingesperrte Tiere wie Hunde, Hühner, verwundete Pferde, andere Jäger können das hören. Ja. Wir hatten doch schon mal so eine Runde, da hast du die Vögel hochfliegen sehen, ne? Irgendwie, da hast du auch gesagt, von da hinten kommt irgendwer. Ja. Das fand ich auch spannend. Ja, man kann sich ja schon diese Umgebungsgeräusche zunutze machen. Mhm. Was ich geil finde, das ist jetzt schon die dritte, vierte, fünfte Runde, die im Hellen stattfindet und nicht im Dunkeln. Wir hatten gar kein Dunkel. Nee, Gott sei Dank. Oder Nebel hat man auch nicht. Nee. So, die Spinne gibt es wieder und ich weiß gar nicht, wie der Typ heißt, der neue. Das ist ja links vom Bild. Hm? Merkwürdiges. Gucke mal. Guck, der hat hier ein Bild gemalt. Oh, und ist dabei gestorben.
Schön. Was habe ich auch noch nicht gesehen bis jetzt? Nee. Beim Bildermalen gestorben, ey. Ich dachte, man kann da vielleicht was wegschießen. Hm. Was das? Ja, ne? Ja. Okay, was ist da? Hier hoch, glaube ich. Hm. Ja, hier ist es. Mach das mal klar. So, Hammer. Oh, da ist einer. Ah, ja. Ich hoffe, er zeigt sich nochmal. Ja, man weiß es nicht. Besten wäre, er würde noch mal aufs Dach steigen und dann hier zu uns kommen. Ja. Ich glaube auch nicht, dass er mich wahrgenommen hat. Ich glaube, mich hat er aber auch nicht gesehen, weil ich ihn mit der Schalldämpfer getroffen habe. Okay, ich versuche mal. Ich versuche mal hier rauszukommen. Ja, warte mal, da geht's. Schießt keiner auf mich. Was? Es schießt einer auf dich? Nee, schießt keiner auf mich, weil ich bin hier mal ein bisschen am Tanzen irgendwie am weil ich doch die Tür aufgemacht habe hier vom Stall. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob es nicht sinnvoller ist, zusammen zu bleiben. Ja. Oh. Wird schon verbannt. Vielleicht ist er auch einfach nur abgehauen. Ja, pass auf, ich gucke mal, ob ich den hier irgendwo erwische. Wenn nicht, war's schön mit dir. Ja, ich bin auch neben dir. Okay. Wenn das gern oben ist, hier ist gleich ein Gesundheitskit. Ich denke mal, der ist einfach abgehauen. Der war bestimmt auch alleine. Gleich bei einem Headshot. Ja, hier ist auch kein Tor auf oder so, ne? Nee. Ah, du hast das Pferd gekillt. Ich dachte schon. Denke mal, der ist weg. Immer einfach, ich renne jetzt einfach wie ein Verrückter hier durch. Mal gucken, ob er mich anschießt. Hm. Ich schieße keinen. Sieht gut aus. Ja. Ich komme mal zu dir. Ja, der wird wahrscheinlich wirklich weggelaufen sein. Ja. Gehe ich auch von aus. Können wir einfach da lang weiter. Jo, alles klar. Schade, als du gesagt hast, da ist einer und durch bessere Reflexe hätte ich den sogar noch in den Rücken schießen können, aber vielleicht ist so auch besser. Dann ist der weg und geht uns nicht auf den Sack. Ja. Wobei, eben war es ja auch ganz geil, als wir die beiden platt gemacht haben. Der eine wollte ja auf mich schießen, den ich zu spät gesehen habe. Dann hast du ja geschossen, dann hat er zu dir geguckt und dann konnte ich ihn von hinten erschießen. Ne? Ja. War auch nice. Was ich komisch finde, der muss doch theoretisch, so wie er gelaufen ist, dieselben Ziele wie wir haben. Das kann schon sein, ja.
Oh, da gibt's auch Muni. Mhm. So. Okay. Dahin nochmal, oder? Ja, können wir machen. Oder, also mir ist das egal. Ja, mach mal ruhig. Okay, da sind die Zombies, die reagieren auf uns so und so nicht. Sei denn, man ist sie an. Ja, wo ist denn der Hinweis hin? Ach da. Ah, jetzt habe ich die Vögel aufgeschreckt. Ja. Hier kein Fallschaden, das ist gut. Weit. Im Wasser fühle ich mich immer unwohl. Das ist so. Entweder kommen diese scheiß Wasserteufel oder du kommst ja nicht schnell genug weg, wenn einer auf dich schießt. Das stimmt, ja. Okay. Hier ist er. Der letzte Hinweis. Sehr gut. Eieiei, das ist aber jetzt weit weg. Na gut. Mann, 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 ey. Ich stehe vor dem Zombie und treffe nicht. Das ist da. Er hat gesessen. Ja. Hier, da sind nur Zombies. Ist natürlich auch nice zu sehen, wenn du irgendwie von weitem Zombies siehst. Die fallen auf einmal um. Der weiß genau, da ist jemand. Stimmt. Ja gut. Oh oh. Noch einer. Jetzt kommt Mutti. Ah, alles klar, sie liegt. Jo. Alter, es ist schon ein bisschen weit. Ja. Könnte das Game natürlich neu erweitern, dass man hier mit der Kutsche fahren kann oder so. Ja, das wäre auch was, aber dann, ich glaube, dann wäre es ein ganz anderes Game. Ja. Ich glaube, bis wir da sind, sind auch andere da und dann kriegen wir echt Probleme. Passend zur letzten Runde. Ja. Ja, komm her. Dankeschön für deine Aufmerksamkeit. Zombie mit einem Beil, ey. Das Schlachtermesser oder wie auch immer. Oh nein, hier gibt es wieder Hunde. Oh nein. Sitz. Sitz. Alter. Sitz, Sitz, wie die an dir vorbeigerutscht sind. Ja, das sieht immer witzig aus. Ja. So. Ja, Zombie, leg dich schlafen. So, mal gucken. Ob keiner guckt, ne? Die haben schon alles rausgebracht. Das heißt, alle, die jetzt über sind, werden hierher kommen. Oh mein Gott.
Okay, Nahkampf. So. Warte mal. Achso, der hat aber nicht mehr viel, ne? Ne. Da ist er. Der alte Hühnerschnabel, ey. Mit Blutung stoppen gleich sparen können. Oh, jetzt blute ich schon wieder. Ey. Ach ja, der hängt ja mal sein Mist hier auf, ne? Ja, genau. So ein Stacheldraht fallen oder was. Ja. Ach so, wir müssen ihn ja auch noch verbannen. Liegt der Kollege rum? Ach, da ist er. Alles klar. Aua, jetzt habe ich mich auch geschnitten. Es geht hier echt schnell. Ah, das ist hier echt mega dunkel, ey. Ja. Dem da einer irgendwie Dynamit geworfen oder so? Ja, ich war das. Okay. Ich habe nur so eine Blendgranate weggeworfen. Oh nein, jetzt werden wir richtig fett Besuch kriegen gleich. Ich hau mal hier vor die Tür. Zack. Eine Falle hin. Eine Falle, ja. Sehr gut. So. Achso, ich muss auch mal nachladen. Jetzt hätte ich gleich wieder eine Überraschung erlebt. Dann stand wieder einer vor mir und dann kommt da nichts außer Bleispritze. Ja. Weil ich habe heute gesehen, wo der Vodafone hat das Angebot wieder für dauerhaft Gigabit 40 Euro, so wie wir es ja auch haben. Oh, cool. Bisschen ärgerlich, weil Dominik wollte sich auch neulich einen neuen Telefonanbieter suchen. Und da hat das noch 49 oder so gekostet. Mhm. Und jetzt kostet es dauerhaft 40 Euro und das ist ein mega Preis, ne, für Gigabit. Ja. Ach so, das ist dann gar keine Aktion mehr, sondern für alle kostet es 40. Ja, genau. Ist jetzt wohl wieder aktuell. Ich denke mal, das wird dann entweder so bleiben oder irgendwann wieder abgeschafft. Ja. Ja gut, aber für Dominik würde es dann genauso wie für mich. Ich zahle, muss ja auch noch Kabel bezahlen in dem. Achso, okay. Und das, ja. Da kommen noch 13 Euro oben drauf. Ah, okay. Oh, jemand kocht was ganz Leckeres, so ein Braten oder so. Ja. Oh, das kommt gerade hier rein. Oder das ist ja Geruchsinternet und hier unser, ne, unser Hühnchen. Er hat ja so einen Hühnerschnabel, ne? Stimmt, ja. Der ist das bestimmt. Mal dran schnuppern. Ja. Boah, es kann jetzt nur noch einer durch die Tür kommen da hinten. Oder durch sämtliche andere Öffnungen. Genau. Durch zig andere Türen. Ach, das sind Federn, die auch teilweise runterfliegen. Sieht so manchmal aus, wenn ich denn da nach oben durch das Fenster gucke, dass dann irgendwie einer langläuft. Aber. Mensch. Ja, hier regnet's Federn. Ja. Alter, die Upload-Geschwindigkeit von der Verbannung. Unterirdisch. Noch keine Gigabit-Leitung. Noch länger geworden. Ja, es ist so. Oder wir sind ungeduldiger geworden. Kann schon sein. Wir haben ja auch Deep Rock gespielt, da geht ja auch alles viel schneller. Naja.
Oh Gott, wir müssen uns gleich beeilen. Achso, du bist das. Oh, Alter, erschreck mich nicht so. Okay, geht los. Ja. Ist hier kein? Lang? Da lang. Ab geht's. Okay. Schnell weg. Ein Zombie hinter mir, der glaube ich. Warum ist noch ein Immortler? Ja. Zu Schlagring? Ja. Sehr gut. Okay. Nichts wie weg. Nee, ich sehe auch niemanden. Sehr gut. Ich auch nicht, aber Hunde sind vor uns gleich. Hm. Oh ja, ich hoffe, die sehen uns nicht. Ja, passe ich nicht durch. So geht's mir ja bei Deep Rock immer. Genau. Ja, ist ja gut, Zombie. Okay, wir sind gleich da. Ja, vor uns ist auch nichts. Ne, sieht sehr gut aus. Aber trotzdem Vorsicht zu haben, ich kann mal. Oh, oh, aber seitwärts. Ja. Scheiße. Der uns folgt. Da ah, ist er. Er folgt uns. Er geht rechts vom Fahrzeug lang. Jo, sehen. Ich habe ihn einmal getroffen. Sehr gut. Oh, ah, wir sind raus. Oh. Alter, war das knapp, ey. Blockieren. Ja. Ja, sehr gut. Die erste Runde war, hat geklappt und die letzte. Das ist perfekt. Ja. Ich war gespannt, ob wir den jetzt geschossen haben. Das weiß ich. Also getroffen habe ich ihn auf jeden Fall. Ich glaube, der hat noch gelebt. Das glaube ich auch. Aber er ist auf jeden Fall, wurde getroffen, ist dann rausgerannt. Das ist gut, er konnte uns nicht blockieren. So muss das sein. Jo. Oh, Vertragsstraße, Status Grand Slam. Was ist das denn? Boah, fett. Sehr schön. 1354. Das ist natürlich genial. Okay, dann rüste ich mal fürs nächste Mal noch aus. Genau, brauche ich noch zwei Dynamitstangen oder so. Ja. Dann nehme ich aber die zwei fetten ruhig. Jo. Ist klar. Ja, an alle Zuschauer da draußen, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Es wird Zeit, jetzt ins Bett zu gehen. Wie spät ist denn das überhaupt? Ist ja erst 19.14 Uhr, nee, das ist ja noch nicht. Okay, dann wird es Zeit für das Fernsehen oder wie auch immer. Alles klar, danke für eure Aufmerksamkeit und machen wir mal Tschüss hier. Tschüssi, tschüss.